Okay, also zurück zu unserer Thermodynamik. Das gestrige war für Sie vielleicht irgendwie etwas mühsamer, weil wir also relativ viel gerechnet haben, aber jetzt braucht man nicht mehr so viel rechnen. Jetzt werden wir die heutige Stunde dazu verwenden, das, was wir jetzt gewonnen haben, zu interpretieren. Dazu eine kurze Wiederholung, damit Sie wieder entsprechend im Bilde sind, um was es geht. Wir sprechen über Kreisprozesse und als idealen Modellprozess, den man zwar in der Praxis nicht so leicht realisieren kann, aber dafür umso besser theoretisch beschreiben kann, verwenden wir den sogenannten Carnot'schen Kreisprozess. Warum schauen wir uns überhaupt Kreisprozesse an? Weil jede thermodynamische Maschine läuft letzten Endes nach dem Prinzip eines Kreisprozesses, weil immer wieder in periodischen Abständen die gleichen Vorgänge durchlaufen werden und die Idee ist, dass bei einem solchen Kreisprozess Wärme zugeführt wird und dabei dann mechanische Arbeit gewonnen wird. Das ist natürlich ein Vorgang von höchster praktischer Bedeutung. Man kann wo unterheizen und dann fängt sich wo was zu drehen an und das fort mit einem und alles Mögliche halt. Nicht? Also die industrielle Revolution hat daraus ihren Ausgangspunkt genommen. Wir haben schon gesehen, das wiederhole ich auch, damit Sie sich das auch vor Augen führen, man kann sehr wohl bei gewissen thermodynamischen Vorgängen 100% der hineingesteckten Wärmemenge in Arbeit umsetzen. Das ist natürlich ein Hit. Das geht, wenn man zum Beispiel ein ideales Gas hernimmt in einem Zylinder und man heizt da unter und das dehnt sich mehr und mehr und mehr und mehr aus und sie heizen immer wieder hinein und das dehnt sich weiter aus und leistet dabei Arbeit. Ja, aber es hat letztlich keine Zukunft. Irgendwann einmal wird das so riesig und wie geht es dann? Also so kann man es nicht machen. Es ist sinnvoll, so vorzugehen, dass das eben in einem Zyklus läuft, dass der Kolben halt wieder einmal reinkommt und dann wieder rausgeht und so. Na, damit man halt eben eine periodisch arbeitende Einrichtung hat, die auch auf längere Sicht funktionieren kann. Und da zeigt sich eben, dass es dann nicht mehr so ohne weiteres geht, dass man da alles, was man an Wärmemenge hineinsteckt, auch als Arbeit wieder herauskriegt. Das wäre das, was man bei den Grundlagen der Thermodynamik als Perpetuum mobile, aber der zweiten Art bezeichnet. Nicht? Der ersten Art wäre, man steckt gar keine Energie rein und es arbeitet für einen. Das wäre natürlich was. Bei dem zweiten Art sagt man, gut, alles das, was ich hineinstecke, will ich da herausbekommen als Arbeit. Selbst das geht nicht, weil einer der Formulierungen des zweiten Hauptsatzes ist es eben, dass man keine periodisch arbeitende Maschine konstruieren kann, die also nichts anderes macht, als Wärmeenergie vollständig in mechanische Energie umzusetzen. Das geht eben nicht. Es gibt überhaupt keine Vorgänge, bei denen also nichts anderes passiert, als dass Wärmeenergie vollständig in mechanische Energie umgesetzt wird. Dieses Ausdehnen, dieses Ewige von dem Gas, das ist ja nicht so, da passiert ja was anderes, nämlich es dehnt sich aus. Und wenn Sie es wieder zurückbringen wollen, sodass Sie gesagt haben, so, jetzt ist also nichts anderes passiert, dann haben Sie aber durch diesen Rückholvorgang was verloren. Da wird dann wieder Wärme woanders abgegeben und die ist verloren. Also das ist ein wesentlicher Punkt und
Den schaut man sich also mit Hilfe dieses Carnot'schen Prozesses an. Den haben wir gestern durchgerechnet im Schweiße unseres Angesichtes, haben also die zugeführten und abgeführten Wärmemengen angeschaut und die Arbeiten, die da geleistet werden. Und was uns aber jetzt insbesondere interessiert, ist eben die Bilanz. Die haben wir gestern begonnen und das wollen wir heute fortsetzen, sodass Sie sehen, was das für Interpretationen zulässt. Und meine Damen und Herren, das setzt heute voraus, dass Sie wirklich gut mit dabei sind geistig, weil wir werden heute in Kürze den Begriff der Entropie einführen. Und das ist ein Begriff, der erfahrungsgemäß große Schwierigkeiten macht. Und es wäre mir ein Anliegen, wenn Sie diesen Begriff in seiner Bedeutung erkennen können heute. Es ist kein ganz einfacher Begriff, so wie die Kraft oder der Druck oder auch die Temperatur, denn bei den Dingen kann man sich was vorstellen. Kraft, da denkt man an den Bizeps und Druck, naja, also Kraft auf die Flächeneinheit, kann sich auch jeder Mensch vorstellen. Temperatur, wann einem heiß wird oder wenn einem kalt ist, auch das kann man sich gut vorstellen. Die meisten physikalischen Größen, mit denen wir zu tun haben, sind nahe an der physikalischen Alltagsanschauung sozusagen. Nicht so die Entropie. Die kommt im Alltag, obwohl sie den Alltag sehr intensiv beherrscht, kommt sie als Größe, die man also so greifbar vor sich hat, die man vielleicht wo ablesen kann, wie das Fensterthermometer, ob es draußen heiß oder kalt ist, kommt so im praktischen Leben nicht vor. Dennoch ist diese Größe, von der wir jetzt heute dann reden werden, eine Zustandsgröße in allen Details so gut wie alles andere auch, weil sie nämlich, und das ist die Eigenschaft jeder Zustandsgröße, einem Zustand objektiv zukommt, egal wie man diesen Zustand erreicht hat, durch Aufwärmen, Abkühlen, Komprimieren oder sonst irgendwas, kommt man zu einem bestimmten thermodynamischen Zustand. Egal wie man das macht, der Zustand ist also durch Dinge wie Druck und Temperatur und Volumen charakterisiert, aber auch durch die Entropie, die man als S bezeichnen wird. Während also, wie Sie sehen werden, die Wärme, das hatten wir einmal ja schon so kursorisch besprochen, keine solche Größe ist. Wir werden das heute anhand dieses Carnot-Prozesses, so langweilig der an sich ausschaut, im ersten Moment uns verdeutlichen können. Also schauen wir uns jetzt zu diesem Zweck noch einmal diesen Carnot-Prozess an. Da haben wir also einerseits isotherme Schritte und dann haben wir adiabatische Schritte. So schaut dieser Carnot'sche Prozess aus. Da haben wir die Temperatur T warm, da haben wir die Temperatur T kalt. Das sind Isothermen des idealen Gases im PV-Diagramm. Und so gehen wir von einem Beginn da entlang dieser Isotherme hierher, dann adiabatisch weiter, dann isotherm wieder zurück bei der kalten Temperatur und letzten Endes adiabatisch eine Kompression wieder zum Ausgangspunkt. Die Punkte nennen wir 1, 2, 3 und 4. Und natürlich, die zugehörigen Volumina lest man da ab. Das 1 hat das kleinste Volumen, 2 ist größer, 3 ist noch größer, 4 wieder kleiner, da wird das System wieder komprimiert und dann wieder zurück zu 1. Und bei diesen adiabatischen Vorgängen ist ja das definitionsgemäß so, dass wir keinen Wärmeaustausch mit der Umgebung haben. Ein, wie wir sagen, thermisch isoliertes System. In mancher Literatur steht es unter abgeschlossenes System. Das halte ich nicht für sehr gut, den Ausdruck. Weil abschließen kann man alles Mögliche. Man kann zum Beispiel ein System dagegen abschließen,
dass von außen Masse ausgetauscht wird mit dem System. Aber es kann dann andererseits bedeuten, Wärme soll keine ausgetauscht werden. Wir wollen das spezifizieren. Es geht um ein bestimmtes Gasvolumen und wir wollen das System thermisch isoliert betrachten während dieser adiabatischen Schritte. Also die Wärmemenge während dieser Schritte ist null, die da ausgetauscht wird. Aber während dieser isothermen Schritte wird da ein Delta Q warm, glaube ich, habe ich es genannt, zugeführt. Und dann andererseits bei dem zweiten isothermen Schritt, na, wo habe ich denn das jetzt? Ich möchte sicher gehen, dass ich das in der gleichen Terminologie aufschreibe. Ja, wird also hier wieder, wenn man da zurückgeht, ein Delta Q kalt abgeführt. Und daher schreibe ich da hier auch ein Minus dazu, weil das Delta QK ist dann kleiner 0 und Minus Delta QK ist wieder größer 0. Und das ist der Betrag an Wärmemenge, der hier abgeführt wird. Machen Sie sich das wirklich klar. Es ist ganz einfach. Ich weiß, es ist ein bisschen so mystisch, aber doch nicht. Wenn Sie von dem Zustand 1 isotherm zum Zustand 2 expandieren, größeres Volumen, müssen Sie Wärme zuführen, damit das System nicht kälter wird. Weil Sie haben ja dann nachher expandiert und es soll die gleiche Temperatur behalten. Das, was das System während der Expansion an Arbeit leistet, wird 1:1 nachgeliefert durch diese Wärmemenge Delta QW. Denn die innere Energie des Systems ändert sich ja nicht, weil bei idealen Gasen die innere Energie nur von der Temperatur abhängig ist und die bleibt ja bei einem isothermen Schritt konstant. Na dann, bei adiabatisch ist eben eine weitere Expansion, aber ohne dass jetzt Wärme zugeführt wird. Na, sure enough, geht dann da die Temperatur hinunter, weil ja das System jetzt thermisch isoliert ist. Es wird kälter. Na ja, gut, da wird also hier Arbeit verrichtet und hier Arbeit verrichtet. Und das wäre ja schön, wenn man sagen könnte, so bleibt es jetzt. Aber um eben einen Kreisprozess zu machen, muss ich wieder zurück. Das heißt, jetzt müssen wir wieder einmal komprimieren. Und da machen wir heute halt einmal einen isothermen Kompressionsschritt. Na, damit es da wirklich isotherm bleibt und nicht heißer wird, muss Wärme abgeführt werden. Der Wärmebetrag minus Delta Q kalt wird abgeführt, damit wir hier isotherm raufkommen. Und dann machen wir da noch einen solchen adiabatischen Schritt. Das bedeutet wieder keine Wärmezufuhr oder Abfuhr und man kommt zurück an den Anfang und das System hat damit einen kompletten Zyklus durchlaufen. Das, was hier an Arbeit wieder verrichtet wird, ist wieder gleich dieser Wärmemenge Delta Q kalt, die da abgeführt werden muss, damit die innere Energie wieder gleich bleibt. Und die Bilanz schreibe ich noch einmal her, weil wir sie jetzt wieder brauchen werden. Aber Sie haben diese Dinge an sich schon in Ihren Unterlagen. Diese Bilanz bedeutet nämlich, die gesamte geleistete Arbeit, gesamte verrichtete Arbeit, während eines Zyklus dieses Kreisprozesses, und wenn das dann halt so weiter rennt, wie gestern der Heißluftmotor, wird halt immer weiter und weiter dann eben so eine Arbeit verrichtet. Die gesamte verrichtete Arbeit ist minus Delta W. Wohlgemerkt, Delta W ist die dem System zugeführte Arbeit. Da heißt minus Delta W die von dem System abgeführte Arbeit. Das heißt, die Arbeit, die das System verrichtet an seiner Umgebung,
die wird vom System zur Umgebung abgeführt. Na, so wie die Dampfmaschine oder der Ottomotor eben an seiner Umgebung Arbeit verrichtet. Dieses minus Delta W, das haben wir also gesehen, ist N mal R, das wiederhole ich jetzt, mal, und da haben wir jetzt T warm minus T kalt. Das sind diese beiden Temperaturen der beiden Wärmespeicher, zwischen denen diese Maschine läuft. T warm minus T kalt mal ln von V2 durch V1. Und das ist Gott sei Dank größer 0. Sonst könnte man die Geschichte vergessen. Wenn das gar keine positive Arbeit abgibt, wenn ich da während eines Zyklus noch was reinstecken will, was wollen wir denn? Wir wollen ja, dass das Arbeit leistet. Also das tut es. Dieses T warm und T kalt ist nicht so was Unanschauliches, denn das T kalt ist typischerweise die Temperatur der umgebenden Luft. Eines Kühlkreislaufes. Jedes Auto hat einen Kühler. Das ist das kalte Wärmereservoir, wo also dann aus der Umgebung immer wieder das dorthin abgegeben wird und das bleibt auf einer niedrigen Temperatur. Nun, T warm, das ist das, wo halt untergeheizt wird. Also bei der Dampfmaschine ist das halt die Temperatur des Kessels. Oder halt, wenn in einem Ottomotor was explodiert, dann ist das halt aufgrund dieser Explosion, das sind also chemische Energien, die da frei werden, dann eben die Temperatur, die höhere Temperatur, wo der Arbeitsvorgang verrichtet wird. Sie wissen ja, wenn es im Ottomotor kracht sozusagen, dann kommt unmittelbar anschließend der Arbeitszyklus. Also der Arbeitsteil, das ist bei der höheren Temperatur das, wo eben die Arbeit verrichtet wird. Dann rückgehen, dass man dann wieder das Zeug aus dem Zylinder herausbringt, bis der nächste, das schließt wieder einen solchen Zyklus. Das schaut in einem TOV-Diagramm dann natürlich ein bisschen anders aus, aber es ist im Prinzip auch nichts anderes. Hier ist es halt besonders einfach darzustellen. Also das ist das gesamte Delta W, das geleistet wird. Und die Wärmemengen, die schreiben wir auch noch einmal auf, denn das ist jetzt auch wichtig. Was muss ich reinstecken an Wärme und was geht leider wieder raus auf der anderen Seite? Das ärgert uns ja, denn das verlieren wir ja letztendlich. Das steckt man oben rein und es wird nicht wirklich eine Arbeit draus. Zu blöd. Aber irgendwie muss man halt wieder zurück zum Anfang. Darin liegt eben diese Unvermeidlichkeit dieser Situation. Da haben wir also einmal das Delta QW. Das ist die zugeführte Wärmemenge, die man da oben hineinsteckt bei der höheren Temperatur. Und dann haben wir NR mal TW. Mal ln von V2 durch V1. Und das ist natürlich auch größer als 0. Wir stecken da wirklich eine Wärmemenge hinein. Ja, no, müssen wir wohl, sonst kann die Maschine nicht rennen. Irgendwo muss es ja herkommen. Aber dann gibt es also dieses Delta QK, das ist die Wärmemenge bei der kalten Temperatur, und das ist jetzt gleich minus nRT kalt mal ln V2 durch V1. Und das ist daher, weil es minus ist, kleiner als 0. Und warum ist es minus? Weil es eben eine abgeführte Wärme ist, die an die Umgebung, an den Kühlkreislauf des Autos oder wie Sie wollen, abgeführt wird. Also ich glaube, das sollte doch einigermaßen anschaulich verständlich sein. So, an der Stelle halte ich jetzt einmal kurz mich zurück und frage Sie, ob Sie da irgendwelche Verständnisprobleme dabei haben. Ob der Carnot'sche Prozess für Sie jetzt noch mysteriös ist oder ob Sie das, was wir da besprochen haben, gut verstanden haben. Na wunderbar.
Ich nehme nicht an, dass das ein Zeichen vollständiger geistiger Abwesenheit ist, sondern ich gehe schon davon aus, Sie wissen, worum es hier geht. Okay. Jetzt hatten wir gestern das alles schon, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe. Ich schreibe da nochmal her, damit man das wirklich nochmal sagt. Carnot-Prozess. Und beim Carnot-Prozess hat man ideale Gase und man arbeitet zwischen zwei Temperaturen. Das ist die Idee, die dahinter steht. Und jetzt versuchen wir also daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und die erste wichtige Schlussfolgerung betrifft also den Wirkungsgrad. Den nennen wir Eta. Naja, und das liegt meines Erachtens völlig auf der Hand, was darunter zu verstehen ist. Denn einerseits stecken wir eine gewisse Wärmemenge Delta QW bei der heißen Temperatur, bei der höheren Temperatur hinein in das System. Dass uns dann da dummerweise unten das Delta QK da wieder entkommt sozusagen, das ist Schicksal. Man kann es versuchen, für die Autoheizung zu verwenden oder sonst irgendwas, aber für die mechanische Arbeitsverrichtung der Maschine ist es verloren. Also es geht nur darum, wie viel Wärme hineingesteckt wird um das Delta QW. Und andererseits geht es dann natürlich unterm Strich darum, was kriege ich dafür? Und was ich an Arbeit kriege, ist nicht einfach nur die Arbeit längs dieser Stücke, sondern Sie müssen auch rückrechnen, was Sie wieder hineinstecken müssen, wieder an dem System Arbeit verrichten, um das dumme Ding wieder zurück zum Anfang zu bringen. Das kostet ja wieder Arbeit. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Aber eigentlich, wenn Sie sich überlegen, es ist eh selbstverständlich. Was wollen Sie denn? Sie müssen wieder zurück zum Anfang, damit der nächste Zyklus losgeht. Nicht? Also daher geht es darum, dieser Wirkungsgrad ist nichts anderes als diese verrichtete Arbeit, die insgesamte minus Delta W. Nehmen Sie das ernst mit den Vorzeichen, das ist in der Thermodynamik wichtig. Denn das ist eine Arbeit, die vom System an die Umgebung abgegeben wird. Das wollen Sie ja haben. Ihr System soll ja Arbeit leisten. Also minus Delta QW und dividiert durch das, was Sie hineingesteckt haben. Und das, was Sie hineingesteckt haben, ist also das Delta QW. Jetzt ist kein Minus, weil das ist die zugeführte Wärmemenge längs dieses isothermen Schrittes. Die adiabatischen Schritte, das ist ja das Elegante bei dem Carnot-Prozess, sind sehr einfach zu charakterisieren. Wie gesagt, Wärmemengen werden hier gar keine zu- und abgeführt, sehr adiabatisch, thermisch isoliert. Und das, was da an Arbeit verrichtet wird, das haben wir uns gestern angeschaut, das sage ich heute gar nicht mehr extra, ist genau dasselbe, was da wieder hineingesteckt wird. Das heißt, diese zwei Stücke von dem ganzen Kreisprozess fallen gar nicht in der Bilanz auf, was die Arbeitsverrichtung betrifft, sondern nur die beiden isothermen Schritte. Und eben das Delta QW ist das, was insgesamt hineingesteckt wird in das System. Dieses minus Delta QK entkommt einem halt davon wieder. Und dass die Arbeitsleistung ist das minus Delta W. Nun, das können wir natürlich jetzt ganz leicht ausrechnen, wie wir es gestern schon etwas unter Zeitdruck, war ich, dann gemacht haben. Schauen wir uns das noch einmal langsam an, weil das sollen Sie gut verstehen. Sie haben hier sowohl bei dieser verrichteten Arbeit als auch bei den zu- und abgeführten Wärmemengen überall stehen NR und dann LNV2 durch V1, NR, LNV2 durch V1. Es ist nur einmal TW, einmal TK und einmal TW minus TK. Das heißt, wenn wir jetzt dieses minus Delta W aufschreiben, aber was, ich schreibe es als ein Ganzer auf, dann haben wir hier NR mal TW minus TK
einmal dieser ln von V2 durch V1. Jetzt haben wir das angeschrieben da. Und das Delta QW steht da unten. Das ist also jetzt nRTW mal ln von V2 durch V1. Und da sehen Sie jetzt natürlich sofort, der Logarithmus geht weg. Und das n mal r geht auch weg. Und was bleibt, wird ganz, ganz einfach. TW minus TK durch TW. Und das bedeutet also, es ergibt sich, das Eta zu TW durch TW ist 1 minus TK durch TW. Der Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses. Und genau da waren wir gestern. Und jetzt schauen wir, was das jetzt zu sagen hat. Also einerseits besagt das, dass das, was wir da hier besprochen haben, dazu führt, dass man nicht die ganze Arbeit herauskriegt, die man vorher als Wärme hineingesteckt hat. Eben weil einem dieses Minus Delta QK da unten verloren geht. Ne? Aber natürlich, man könnte sich jetzt die Frage stellen, und das ist eigentlich jetzt der Punkt, der hier sehr wichtig ist, kann man nicht vielleicht eine thermodynamische Maschine in irgendeiner anderen Weise realisieren, wo man einen besseren Wirkungsgrad als diesen Carnot'schen Wirkungsgrad herauskriegt? Der Carnot'sche Satz sagt, es gibt keinen höheren Wirkungsgrad. Und diesen Carnot'schen Satz wollen wir jetzt ganz einfach begründen. Es gibt in der Thermodynamik bei derartigen Fragestellungen oft die Möglichkeit, mit indirekter Schlussweise vorzugehen. Da braucht man dazu, um das zu verstehen, gar keine speziellen Formeln aufzuschreiben. Ich möchte Sie nur Ihnen etwas jetzt zu überlegen geben. Hier sind wir in diesem Prozess da so im Uhrzeigersinn durchgelaufen. Wir haben da Wärme zugeführt, da ist einer abgeführt und wieder zurück und es wurde Arbeit verrichtet. Nachdem das aber ein reversibler Prozess ist, wir haben ja gesagt, es soll alles relativ langsam gehen, sodass man in guter Näherung davon ausgehen kann, dass das System zu jedem Zeitpunkt sich sehr annähernd in einem Gleichgewichtszustand befindet. Nachdem das so ist, kann ich den Prozess, wenn ich will, auch umdrehen und kann ihn in der Gegenrichtung laufen lassen. Was tut der Prozess dann? Dann muss man netto eine Gesamtarbeit dem System zuführen. Man muss kurbeln an diesem Carnot-Prozess. Und andererseits aber wird dann hier die Wärme auch in der Gegenrichtung laufen. Das heißt, da wird dann dem kälteren Wärmespeicher Wärme entnommen und da sogar mehr Wärme an den wärmeren Speicher abgegeben. Sowas ist Ihnen sicher nicht unbekannt, man hört öfters davon. Das ist eine Wärmepumpe. Das ist dieselbe Geschichte, nur andersherum. Und wenn man also jetzt so daran denkt, dass man heizen möchte, braucht man einen schön großen Wärmespeicher und da tut man weit runtergraben, wo da unten viel Erden ist und Grundwasser und so Zeugs und wo man also da Wärme in Hülle und Fülle vorhanden hat. Und dann tut man da mit einem Elektromotor eine Wärmepumpe betreiben, das braucht natürlich Arbeit klarerweise, aber dadurch wird die Wärme hier hinaufgepumpt. Und man kann bei einer höheren Temperatur, T warm, man will sie im Zimmer schön warm haben, nicht? Bei einer höheren Temperatur Wärme abgeben und das ist dann diese energieeffizienten Wärmepumpen, die heute immer mehr propagiert werden für eine ökonomische Heizung von Räumen. Also wenn man das in der Gegenrichtung betreibt, dann ist das eine Wärmepumpe. Ja? Naja, und jetzt überlegen Sie. Jetzt könnte man hergehen und könnte sagen, wenn es eine Maschine gibt, gäbe, wenn es eine, das ist die typische indirekte Schlussweise. Ich nehme an, etwas ist so und komme dann drauf, es ist ein Widerspruch.
Da kann das so nicht sein. Der indirekte Beweis in der Mathematik haben Sie sicher schon mehrfach in der Mathematik gehört. Das haben wir jetzt da auch so. Wir nehmen also an, es gäbe eine Maschine, die besser ist als der Carnot-Prozess, einen höheren Wirkungsgrad hat als der Carnot-Prozess. Na, dann können wir es so machen, dass wir zwischen den zwei Wärmereservoirs die Carnot-Maschine als Wärmepumpe einsetzen. Und die Wärmepumpe wird dann betrieben von dem anderen Prozess, der einen höheren Wirkungsgrad hat. Und wenn diese beiden, so wie ein Zwillingsgespann sozusagen, dann laufen und die Maschine mit dem höheren, diese fiktive Maschine, die angenommene, mit dem höheren Wirkungsgrad die andere treibt, na, was passiert dann letzten Endes in Summe? Dass letztlich nichts anderes passiert, als dass Wärme vom kälteren zum wärmeren Reservoir hinaufgepumpt wird. Und genau das widerspricht der Clausius'schen Aussage, dass es das nicht geben kann eben, dass nichts anderes passiert, als dass Wärmemenge sozusagen freiwillig, ohne irgendwelche anderen Veränderungen, von einem kälteren zu einem wärmeren Reservoir steigt. Das war das, was ich Ihnen gestern mit dem Glas Wasser gesagt habe, das man da herstellt. Und das wird nie anfangen zu kochen, weil halt gerade da Wärme von dem Tisch in das Wasser hinein wollte jetzt sozusagen. Und weil das eben nicht geht, wird es auch dieses Zwillingsgespann von einer effizienteren Maschine und einer Carnot-Maschine geben können. Das gibt es also daher auch nicht. Und daher ist die Carnot-Maschine die Maschine, für die bei den beiden Temperaturen das der höchstmögliche Wirkungsgrad ist. Also der Carnot'sche Satz besagt, dass es keine Maschine gibt, die einen höheren Wirkungsgrad hat. Höherer Wirkungsgrad unmöglich. Und das ist aber etwas, was wir uns jetzt auf der Basis des zweiten Hauptsatzes überlegt hatten. Während das ganze Primborium, was ich Ihnen hier gestern vorgerechnet habe und jetzt wiederholt habe, spielt sich nur auf der Basis des ersten Hauptsatzes ab. Da haben wir noch nichts vom zweiten Hauptsatz verwendet. Aber dass das jetzt der höchstmögliche Wirkungsgrad ist, das ist eine Folgerung des zweiten Hauptsatzes. Also das muss man sich sehr deutlich bewusst machen, wo da also die entsprechenden Argumentationslinien sind. Hätte man nämlich, das möchte ich auch noch geschwind dazu sagen, ein Eta gleich 1, dann hätten wir ja schon ein Perpetuum mobile zweiter Art gewonnen, weil dann würde ja bei einer zyklisch-periodisch arbeitenden Maschine nichts anderes passieren, als dass Wärme vollständig in mechanische Arbeit umgesetzt wird. Genau das ist, was die Kelvin'sche Aussage als unmöglich eben postuliert und was sich aus empirischer Erfahrung so ergibt. Also, wie gesagt, aufgrund des Energiesatzes wäre das möglich, aber aufgrund des zweiten Hauptsatzes geht es nicht. Und daher ist es zum Beispiel auch so, dass Patentämter, wenn irgendwelche solche Maschinen zum Patent eingereicht werden, die das angeblich können, das schon von vornherein zurückweisen. Man hat sich also überzeugt aus mannigfacher Erfahrung, dass ein solches Perpetuum mobile zweiter Art eben nicht existiert. Also der zweite Hauptsatz gilt für makroskopische Systeme. Naja, also ein wesentlicher Punkt, der daraus also jetzt folgt, schreiben wir das noch einmal auf. Das ist eine der ganz wichtigen
Resultate dieser Überlegungen. Es kann bei periodischen Vorgängen wohl mechanische Arbeit vollständig in Wärme umgeführt werden. Periodische, zyklische Prozesse. Mechanische Arbeit kann vollständig in Wärme umgesetzt werden. Denken Sie, wie schon erwähnt, an den Reibungsversuch, den uns der Herr Litschauer da vor ein paar Tagen gezeigt hat. Da drüben ist er gestanden und hat da gedreht und durch Reibung mit einem Kupferband und einem zylindrischen Körper hat sich dann ergeben, dass die Temperatur da im Innenraum von dem ansteigt und das geht also wirklich zu 100%. Diese mechanische Arbeit wird zur Gänze, wenn man es geschickt macht und nicht irgendwo was verliert halt in die Umgebung, zur Gänze in thermische Energie umgesetzt. Aber die Umkehrung, Wärme kann nicht vollständig zu Arbeit umgesetzt werden, sondern eben nur zum Teil. Und der Wirkungsgrad sagt das eben entsprechend aus. Also das ist eine ganz wesentliche Sache in der Thermodynamik, dass das in der einen Richtung geht, in der anderen aber nicht. Jetzt möchte ich einen weiteren Punkt Ihnen bewusst machen. Wenn wir uns also diesen Kreisprozess da anschauen, beginnend mit 1, 2, 3, 4, und wieder zurück zu 1, dann sehen Sie, dass im Zuge dieses Kreisprozesses eine gewisse Wärmemenge zugeführt wird und dann eine andere Wärmemenge wieder abgeführt wird. Also im Verlauf von einem Zyklus wird Delta QW zugeführt und Delta QK abgeführt. Schreiben wir also genauer, minus Delta QK abgeführt. Was bedeutet das aber? Nichts anderes geschieht mit den Wärmen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Wärmebilanz machen, die geht nicht auf. Sie haben wieder denselben Zustand erreicht, mit gleichem Druck, gleicher Temperatur, gleichem Volumen, alles ist wieder an der Stelle. Und dennoch war es so, Sie haben mehr Wärme hineingesteckt, als Sie dann wieder herausgenommen haben. Und daraus können Sie schon erkennen, meine Damen und Herren, dass die Wärmemenge keine Zustandsgröße sein kann. Denn wenn es eine Zustandsgröße wäre, dann müsste diese Wärmemenge diesem Zustand objektiv zukommen. Jetzt geben Sie ein bisschen was raus, und zwar ziemlich ordentlich, ein bisschen weniger geben Sie wieder zurück und kommen zurück wieder daher. Das heißt, Sie hätten ja jetzt eine andere Wärmemenge, wenn Sie das als einen Wärmeinhalt sehen würden. Aufgrund dessen, dass die unterschiedlich sind, dass also der Betrag von diesem Delta QW ungleich dem Betrag von diesem Delta QK ist und sich die nicht kompensieren, sehen Sie sofort, dass die Wärme keine Zustandsgröße sein kann. Ist Ihnen das völlig verständlich, was ich damit sagen möchte? Es geht sich nicht aus, sonst müsste sich das ja wieder kompensieren. Also Wärmemenge ist keine Zustandsgröße.
Das ist das, was ich am Anfang so erwähnt hatte. Deswegen haben wir nicht DW, sondern nur, also DQ, sondern immer nur Delta Q geschrieben. Weil ein DQ würde bedeuten, dass diese Wärmemenge, dieses DQ, eine Differenz von verschiedenen Wärmeinhalten wäre. Aber der Wärmeinhalt ist ja gar keine Zustandsgröße. Das ist gar nicht sinnvoll, von einem diesem Zustand objektiv zukommenden Wärmeinhalt zu sprechen. Denn dann müssten sich ja diese Delta Q kompensieren und das tun sie nicht. Zum Glück, denn wenn sich diese Delta Q immer kompensieren würden, dann könnte das Ding ja nie eine Arbeit leisten. Das heißt, das ist ja an sich wieder wie so viele Dinge im Leben, wenn man es einmal verstanden hat, eine Selbstverständlichkeit. Sonst ginge der ganze Zinnober da ja gar nicht. Also das glaube ich, dass Sie an diesem Beispiel sofort erkennen können. Und dann können Sie auch was weiteres erkennen. Eine weitere Interpretation. Wenn Sie diese beiden Gleichungen addieren, dann schauen Sie, was passiert. Dann haben Sie nRT, nR mal dem Logarithmus mal Klammer TW minus TK. Und das ist genau gleich minus Delta W. Man erhält also, oder man erkennt, aus diesen drei Gleichungen, die wir uns also gestern mühsam da eben erkämpft haben, erkennt man, dass das minus Delta W gleich ist Delta Q W plus Delta Q K. Das entspricht auch dem Energieerhaltungssatz. Das ist die gesamte geleistete Arbeit und das ist die gesamte zugeführte Wärmemenge. Zugeführt minus abgeführt. Aber wenn man es plus addiert und weiß, dass das kleiner als 0 ist, geht sich das aus. Und was kann man daraus folgern? Sie können das in einer Weise umschreiben, was das deutlicher macht. Dass das Delta QW gleich ist, jetzt bringen wir das Delta QK auf die andere Seite, minus Delta W, minus Delta QK, minus Delta W, minus Delta QK, minus Delta W. Jetzt machen Sie sich klar, was hier steht. Das ist wirklich wichtig, passen Sie auf. Das Delta QW, das ist die zugeführte Wärme. Das minus Delta QK ist die abgeführte Wärme. Und das minus Delta W ist die geleistete Arbeit. Und Sie sehen, es gibt hier offensichtlich durch diese Kanonmaschine hindurch einen Wärmestrom. Da wird was vom heißen Reservoir zugeführt, läuft durch und dann geht ein Wärmestrom weiter ins kalte Reservoir. Es wird Wärme zugeführt und dann Wärme abgeführt. Aber, wie wir da schon betont haben, nicht dieselben Beträge. Es wird ein bisschen was abgezweigt. Und das ist die geleistete Arbeit. Das heißt, was eigentlich beim Carnot-Prozess passiert ist, da fließt eine Wärmemenge durch. Sie wird zugeführt bei der hohen Temperatur. Ein kleinerer Betrag wird wieder abgeführt bei der kühleren Temperatur. Und das Verbleibende wird in Form von mechanischer Arbeit dann verrichtet. Es ist also möglich, mit Hilfe eines solchen Prozesses bei einem Wärmestrom vom heißen zum kalten Wärmereservoir einen Teil abzuzweigen in der Form von mechanischer Arbeit. Das ist es, wie die Motoren funktionieren.
Es gibt einen Wärmestrom vom warmen Reservoir zum kalten Reservoir, aber ein Teil davon wird abgezweigt und in Form von mechanischer Arbeit dann zur Verfügung gestellt. Aber immer nur ein Teil davon. Deswegen ist der Wirkungsgrad eben immer kleiner als 1. Haben Sie das verstanden? Die Abzweigung eines Teils der Energie in Form von mechanischer Energie. Und nur der Rest, das ist ja Gott sei Dank weniger, es kommt ja nicht die ganze Wärme wieder unten raus, sonst bleibt ja nichts mehr für die Arbeit, denn der Energieerhaltungssatz muss ja nach wie vor erfüllt sein, den geben wir nicht auf. Wir haben mit Hilfe des zweiten Hauptsatzes noch eine zusätzliche Einschränkung gemacht. Aber das schadet ja nicht der Gültigkeit des Energieerhaltungssatzes, der bleibt ja um Himmels Willen. Also nicht, dass Sie jetzt glauben, der zweite Hauptsatz setzt den ersten außer Kraft. Der stellt sich dazu und beschränkt noch zusätzlich die Möglichkeiten, aber lässt natürlich den Energieerhaltungssatz vollständig gelten. Also die Arbeit minus Delta W wird abgezweigt. Das ist aber noch immer nicht alles, was ich Ihnen erzählen wollte da dazu. Sie sehen, der Carnot-Prozess erlaubt eine Reihe von Dingen. Jetzt kommen wir der Entropie näher. Denn wir können uns jetzt noch einmal anschauen, was wir denn da alles erhalten haben. Folgerungen. Aus dem Carnot-Prozess. Das ist einfach eine unerhört praktische Überlegung mit diesem Kreisprozess. Das erlaubt einem vielerlei Dinge. Ich habe noch was anderes für Sie in petto im Sommersemester, wo Sie sich dann vielleicht da eine Zeit lang dann zum Ärgern auffangen werden. Das ist in der Elektrostatik der Plattenkondensator. Der kommt ununterbrochen vor. Den braucht man einmal, um ein homogenes Feld zu verstehen, dann um die Kapazität zu verstehen, um die Wirkungsweise von die elektrischen Medien zu verstehen, um den Energieinhalt des elektrischen Feldes zu verstehen. Aber wieder wird der ewige Plattenkondensator daherkommen. Warne ich Sie jetzt schon. Das ist halt so. Und das ist auch so eine praktische Geschichte, wo man halt anhand eines bestimmten Systems besonders viele Dinge in einfacher Form sich ableiten kann. Nun, da schauen Sie mal. Jetzt können wir doch einmal diese zwei Wärmemengen da noch einmal hernehmen. Das Delta QW und das Delta QK. Und jetzt bitte schauen Sie sich das nur einfach an. Das haben die Alten wahrscheinlich vor 150 Jahren auch nicht viel anders gemacht. Das war denen dann schon bewusst, was da steht. Aber jetzt können Sie dieses Delta QW durch TW dividieren. Und Sie können das Delta QK durch TK dividieren. Und schauen Sie, dann bleibt beides Male dasselbe über. NR mal LN und NR mal LN. Nur da kommt noch ein Minus dazu. Sonst nichts. Das heißt, Sie können diese Wärmemengen, wenn Sie es durch die Temperatur jeweils durchdividieren, auf gleiche Größe bringen im Wesentlichen. Wir nennen sowas auch dann eine reduzierte Wärmemenge, indem man einfach durch die Temperatur, bei der diese Wärmemenge übertragen wird, entweder bei der warmen oder bei der kalten, durchdividieren. Und dann kommt also jedenfalls betragsmäßig immer das Gleiche raus. N mal R mal dieser Logarithmus. Ja? Na dann machen wir doch das. Schreiben wir das auf. Da kriegen wir also heraus, das Delta QW durch TW ist gleich, jetzt Minus, damit wir das Minus richtig berücksichtigen, Minus Delta QK durch TK, warm-kalt. Nicht? Sehen Sie, dass das ja so stimmt? Das ist eine ganz einfache Schlussfolgerung aus unseren gestrigen Rechnungen. Delta QW durch TW, das ist NR mal dem Logarithmus, ist gleich minus Delta QK durch TK. Das ist also minus minus plus NR mal dem Logarithmus. Sehen Sie das? Total einfach. Es ist doch nichts dahinter eigentlich. Und das schreiben wir jetzt in einer anderen Form auf. Wir schreiben Delta QW durch TW plus, wir bringen es einfach rüber, Delta QK durch TK
ist gleich 0. Das ist schon mal was Interessantes. Da kriegen wir jetzt eine Größe, dieses Delta Q durch T, die sich rund um den ganzen Kreisprozess herum jetzt wieder wegkompensiert. Die Wärmemengen haben das nicht geschafft. Da haben wir gesagt, das kann ja gar nicht sein. Wenn sie die wegkompensieren, bleibt ja keine Arbeit mehr über. Aber mit diesen Größen geht das. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was das zu besagen hat. Das ist der eigentliche Gedanke, der dann zur Entropie führt. Als einer praktisch verwertbaren Größe, die jetzt in dieser ganzen Wärmegeschichte da wieder als Zustandsgröße geeignet ist, während die Wärmemenge nicht als Zustandsgröße geeignet ist. Aber diese, wie wir sie jetzt heute einmal nennen, reduzierten Wärmemengen, die können das. Die kompensieren sich nach einem Zyklus so weg, dass wieder Null rauskommt. Das heißt, da ist es wieder zurück am Anfang, so wie man sich das erwartet. Auch die Drücke und die Volumina und so weiter sind ja nach einem Zyklus hier alle wieder die gleichen. Also, das ist natürlich jetzt nur für den einfachen Fall von so einem rechteckigen Kreisprozess. Jetzt können Sie natürlich auch allgemein davon ausgehen, für beliebige Kreisprozesse. Den können Sie wieder so im PV-Diagramm darstellen. Der schaut irgendwie so aus. Jetzt sind wir wieder bei den Erdäpfeln angekommen. Ne? Also irgendwelche geschlossenen Prozesse. Und da gilt dann ebenso, dass die Summe über Delta Q durch T gleich 0 ist. Und das können wir schreiben als das Ringintegral. Delta Q durch T ist gleich 0. Allerdings das Ganze nur, wenn wir auch das machen, was wir hier vorausgesetzt haben, reversible Prozesse betrachten. Und das bedeutet jetzt wieder, wenn man hier also diese Gleichung hat, dass die Summe über einen geschlossenen Weg im PV-Diagramm Delta Q durch T gleich 0 ist, Delta Q durch T plus Delta Q durch T und vielleicht noch ein paar andere Punkte, wenn man das so klein klein da so irgendwie versucht, das kann man beweisen, es geht relativ leicht, kann man also davon ausgehen, das hat jetzt sowas Ähnliches an sich, wie man das bei der Mechanik, bei den konservativen Kräften gesehen haben. Da haben wir auch gehabt, die Arbeit längs eines geschlossenen Weges ist 0. Hier haben wir dieses Ringintegral im PV-Diagramm, das gleich 0 ist. Und das heißt, wenn wir da einen Zustand 1 und da einen Zustand 2 haben, dann ist es egal, ob Sie längs dieses Weges oder längs dieses Weges gehen, Sie kommen immer auf den gleichen Wert. Also, es folgt daraus, dass dieses Integral Delta Q durch T wegunabhängig ist. Na, so wie bei den konservativen Kräften auch. Das ist der berühmte Satz von Clausius. Und Clausius war auch der, der den Entropiebegriff ursprünglich geprägt hat. Noch ohne irgendwelche statistischen Interpretationen. Das ist erst ein halbes Jahrhundert später circa gekommen, dann von Boltzmann. Naja, und wenn das aber so ist, wenn dieses Integral Delta Q durch T wegunabhängig ist, dann können wir jetzt das machen, was wir auch bei der konservativen Kraft gemacht haben. Wir führen ein Potenzial ein. Dort war das die potenzielle Energie und was dort die potenzielle Energie ist, das ist jetzt hier die Entropie.
Wir führen also ein Potenzial ein wegen dieser Wegunabhängigkeit und definieren die Entropie. So wie bei der potenziellen Energie muss man sich dabei auf einen Bezugspunkt, in dem Fall einen Referenzzustand beziehen, von dem aus man dann jeweils zu dem Punkt, wo man gerade dann ist, in dem PV-Diagramm, hingehen kann. Und so sagen wir also, die Entropie an einem Aufpunkt A ist dieses Integral vom Referenzpunkt O oder 0 bis zu diesem Aufpunkt A Delta Q durch T. Das nennen wir die Entropie des Zustandes A. Und zwar der Weg von O nach A muss ein reversibler Weg sein. Weil das Ganze, so wie es hier steht, gilt für reversible Prozesse. So ist also diese Entropie eingeführt. O ist ein festgelegter Referenzzustand. Das kann zum Beispiel das Gas bei Normalbedingungen sein oder was auch immer. Oft wählt man dann einen Punkt beim absoluten Nullpunkt oder so irgendetwas. Also diese Entropie ist jetzt einfach so eingeführt hier, wie die potenzielle Energie oder das Potenzial in der Mechanik. Da hatten wir ja die Wegunabhängigkeit der Arbeit und haben daher dann die Arbeit von einem Referenzpunkt bis zu dem betrachteten Punkt dann als potenzielle Energie bezeichnet. Da haben wir jetzt wieder eine Wegunabhängigkeit von diesem Integral Delta Q durch T und führen aufgrund dessen in entsprechender Weise ein Potenzial ein. Vom Referenzpunkt gehen wir bis zum betrachteten Aufpunkt A. Und dieses Integral vom Referenzpunkt zum Aufpunkt ist dann unser Potenzial hier. Und das nennen wir die Entropie. Ja, und das bedeutet jetzt natürlich, dass man jetzt das, was wir da oben aufgeschrieben haben, besser verstehen kann. Es ist nämlich jetzt eine Zustandsgröße, die eben nicht davon abhängt, längs welchen Weges man von O zu A gekommen ist. Wenn es nur ein reversibler Weg ist, dass man dann dieses Integral auch richtig bilden kann. Und nachdem das S jetzt eine Zustandsgröße ist, bedeutet das natürlich auch, dass wenn man dann so einen geschlossenen Weg durchläuft, dass sich diese ganzen Delta Q durch T entsprechend kompensieren müssen. Und das ist genau das, was ich da oben schon aufgeschrieben hatte. Diese Delta Q durch T längs eines geschlossenen Weges, und das ist ja ein geschlossener Weg, dieser Carnot-Prozess, müssen in Summe dann wieder Null ergeben. Das heißt, sie fangen mit einer gewissen Entropie an, die ist nur bis auf eine Konstante definiert, so wie auch die potenzielle Energie nur bis auf eine Konstante definiert ist. Und Sie haben dann einmal so ein Stück da von 1 nach 2, da haben Sie so ein Delta QW durch TW. Sie wollen ja die Summe über Delta Q durch T bilden, dann haben Sie 0, dann haben Sie dann wieder zurück Delta QK durch TK, aber mit negativen Vorzeichen. Und letztlich ist die Summe dieser reduzierten Wärmen gleich 0. Das heißt, die kompensieren sich im Gegensatz zur Wärme, die sich nicht kompensiert. Das heißt, nach einem solchen Zyklus ist es wieder bei Null und sie landen wieder bei derselben Entropie. Die Entropie ist als Größe eingeführt worden, die bei der Beschreibung dieser Vorgänge als Zustandsgröße geeignet ist, nachdem man erkannt hat, dass das bei der Wärmemenge natürlich nicht der Fall ist.
mit diesen reduzierten Wärmemengen hat man also wieder die Möglichkeit gefunden einer weiteren Zustandsgröße. Sehr viel anschaulicher ist das zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Deswegen war das den Leuten auch mehr als suspekt. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis der Boltzmann dann mit seiner statistischen Interpretation gekommen ist, um dem Ganzen dann einen ganz besonderen zusätzlichen Touch zu geben. Aber das kommt morgen erst. Morgen kommt der Boltzmann an die Reihe. Heute wollen wir uns noch einen weiteren wichtigen Punkt anschauen. Nämlich, wenn Sie jetzt überlegen, dass Sie ein thermisch abgeschlossenes System haben, ein thermisch isoliertes System, dann wird in diesem thermisch isolierten System das Delta Q immer gleich 0 sein. Es wird ja keine Wärme zugeführt, keine abgeführt. Und wenn man da jetzt nur reversible Prozesse betrachtet, dann sehen Sie schon, dass das Delta Q da ja immer gleich 0 ist und dass daher sich die Entropie nicht ändern kann. Die bleibt, was sie ist, hat einen bestimmten Wert, weil die Delta Qs haben ja keinen, die sind immer gleich 0. Also wegen Delta Q gleich 0 ergibt sich daher, dass bei irgendwelchen reversiblen Prozessen dass Delta S gleich 0 ist. Also Delta S gleich 0 für reversible Prozesse. Die Entropie ändert sich nicht bei reversiblen Prozessen. Also wenn man zum Beispiel da reversibel diesen Carnot-Prozess durchläuft und sie kommen wieder zurück, ist dann letzten Endes die Entropie gleich geblieben. Wenn Sie in einem thermisch isolierten System, also zum Beispiel während einer adiabatischen Zustandsänderung, den Zustand wechseln, dann wird das Delta S gleich 0 sein für reversible Prozesse in thermisch abgeschlossenen Systemen. Aber wir wollen uns doch nicht nur auf reversible Prozesse beziehen, sondern es ist wichtig, sich anzuschauen, wie schaut denn zum Beispiel nun ein irreversibler Prozess aus. Wir betrachten jetzt einen irreversiblen Prozess. Und als einen typischen irreversiblen Prozess betrachten wir den Joule'schen Expansionsversuch. Joule'sche Expansion. Die geht so vonstatten, dass wir da halt wieder so einen zylindrischen Behälter zum Beispiel haben, der also jetzt so mit wärmeisolierenden Material umgeben ist, also thermisch isoliert ist. Und da ist dazwischen eine Wand mit einem Ventil, das man schließen und öffnen kann. Da haben wir ein Volumen V1 und da haben wir ein Volumen V2. Und was wir durchführen ist, wir gehen davon aus, zunächst ist das Ganze ist dann das Volumen V gleich V1 plus V2. Wir haben ein ideales Gas, zunächst nur links da drinnen. Dann öffnen wir das Ventil und lassen es hinüberströmen in das andere Volumen, solange bis sich der Druck ausgeglichen hat. Aber es wird kein Kolben bewegt, es wird keine Arbeit geleistet. Und die experimentelle Erfahrung zeigt auch,
bei freier Expansion keine Temperaturänderung. Es ändert sich ja auch die innere Energie nicht. Ja, wo denn? Es ist ja thermisch isoliertes System und leistet auch keine Arbeit. Also es ist ja keine Änderung der inneren Energie. Und nachdem bei idealen Gasen die innere Energie nur von der Temperatur abhängt und die ändert sich nicht, ändert sich auch die Temperatur nicht. Das System behält die gleiche Temperatur bei. Und Sie haben hier aber einen irreversiblen Prozess. Denn wenn Sie jetzt das Gas sich da ausgedehnt hat und Sie gängen jetzt und machen das Ventil wieder zu, dann haben Sie es nicht wieder links, sondern dann bleibt es. Also das geht nur in eine Richtung. Während wenn Sie da einen Kolben verschieben, können Sie den wieder zurückschieben und dann haben Sie wieder den ursprünglichen Zustand. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Naja, und jetzt schauen wir an, wie wird denn da die Temperatur ausschauen, die Entropie ausschauen. Die Entropie ist nur definiert über diese Beziehung für reversible Prozesse. Für diesen Prozess können wir das so nicht aufschreiben. Aber ganz wesentlich jetzt, wir können was anderes machen. Wir können jetzt, anstatt da ein Ventil zu öffnen, einen Ersatzprozess durchführen. Wir schieben einen Kolben da herüber und führen so viel Wärmemenge zu, dass auch die Temperatur konstant bleibt. Also das System verrichtet dann Arbeit, aber es soll eine isotherme Expansion sein. Also isotherme Ersatzprozess. Jetzt müssen Sie sich das versuchen anschaulich vorzustellen. Versetzen Sie sich in die Lage eines Moleküls, das da herumfliegt. Also Sie sind dann schnell unterwegs und stoßen ständig an, aber Moleküle kennen das. Und wenn da jetzt von hier sich da in dem System da jetzt, von hier da, ein Kolben wegbewegt und ursprünglich ist das Gas da und dann dehnt sich das aus, dann trommeln Sie als Molekül ständig gegen eine sich zurückziehende Wand. Das heißt, Ihre Energie wird kleiner, wenn Sie gegen eine zurückziehende Wand anstoßen. Das heißt, die Temperatur wird kleiner werden. Beziehungsweise, man muss dann von außen eine Wärmemenge Delta Q zuführen, um die Temperatur konstant zu halten. Und zwar, man muss betragsmäßig genau gleich viel Delta Q zuführen, wie da minus Delta W verrichtet wird. So dass am letzten Endes, wenn Sie auf das Gesamtvolumen da wieder gekommen sind, Sie den gleichen Zustand haben wie hier, Sie sind aber anders dorthin gekommen. Nämlich jetzt in einer reversiblen Weise. Und das erlaubt es uns auch, dieses Delta S auszurechnen. Denn das Delta Q, das wir da hineinstecken müssen, das ist gleich dem Minus Delta W, was da hier verrichtet wird. Und das haben wir schon bei den ganzen Prozessen, die wir da gehabt haben, aufgeschrieben. Das ist wieder genauso ein N mal R mal T mal Ln V1 durch V2, in dem Fall heißt es V durch V1. Also das Delta Q hier, das man da hineinstecken muss für diesen reversiblen Ersatzprozess, um zum gleichen Endzustand zu kommen, machen Sie sich das bewusst, das ist letztlich der gleiche Zustand. Da zischt es halt durch das Ventil durch und am Schluss füllt es das ganze Volumen aus und die Temperatur hat sich nicht verändert. Das ist dasselbe, was Sie da haben, indem Sie da Ihren Kolben herauslaufen lassen. Das System verrichtet Arbeit an der Umgebung, minus Delta W ist die verrichtete Arbeit und Sie müssen
Wärmemenge zuführen, um das zu kompensieren. Aber wenn sie dann letzten Endes da gelandet sind und die Wärme wieder zugeführt ist, haben sie den gleichen Zustand wie hier. Wenn nun also die Entropie wirklich eine Zustandsgröße ist, dann muss sie für dieses expandierte System den gleichen Wert haben wie für dieses System da hier. Hier ist dieser Ersatzprozess aber jetzt reversibel. Und wir können daher hier jetzt die Entropieänderung aufgrund dieses Prozesses uns anschauen. Nämlich, wir brauchen ja nur das Delta Q durch T durchdividieren. Daher haben wir das Delta S, die Entropieänderung bei dem Vorgang, ist Delta Q durch T, noch nichts einfacher als das, bleibt stehen, N mal R mal Ln V durch V1. Und Sie sehen jetzt, Sie haben hier eine Entropieänderung größer als 0. Obwohl ja in dem Fall hier gar keine Wärmemenge zugeführt wurde. Hier schon, dieses Delta Q, wo wir dann durch das T ja wieder durchdividieren, um uns die Entropieänderung Delta Q durch T eben ausrechnen zu können. Also Sie sehen, in diesem Fall nimmt die Entropie zu. Weil eben Wärmemenge zugeführt wurde. Aber jetzt ist es natürlich eigenartig, weil in dem Fall hier war es ja ein thermisch geschlossenes System. Also ein thermisch isoliertes System. Also ist das Delta Q hier immer 0. Und so sollte man da meinen, dann muss Delta Q durch T ja dann auch 0 sein. Aber das geht nur für reversible Prozesse. Und der Prozess ist irreversibel. Das heißt, dass das Delta S gleich 0 ist in thermisch abgeschlossenen Systemen, geht nur für reversible Prozesse. Wenn Sie einen irreversiblen Prozess, was sehr einfach vorstellbar ist, Öffnung eines Ventils und Ausgleich, das ist der irreversible Prozess, nichts Besonderes, dann geht das nicht in der Form. Dann kann man so die Entropie nicht ausrechnen. Aber der Endzustand hier ist dasselbe, den Sie auch erreichen können durch einen reversiblen Ersatzprozess, indem Sie ganz brav langsam den Kolben herausschieben und ganz brav das notwendige Delta Q hinzufügen, um isotherm letztlich diesen Endzustand zu erreichen. Daher ist dieses Delta S richtig, weil reversibel gerechnet. Und wenn Sie einen irreversiblen Prozess haben, müssen Sie auf das gleiche Delta S kommen. Also auch hier wird das Delta S größer als 0 sein, obwohl Delta Q gleich 0 ist, ein thermisch isoliertes System. Und daraus erkennen Sie für diesen einfachen Fall, der sich dann aber verallgemeinen lässt, dass für irreversible Prozesse dieses Delta S dann nicht gleich 0, sondern größer 0 sein wird. So wie Sie es hier schon gesehen haben, bei diesem einfachen, irreversiblen, Joule'schen Expansionsversuch. Es gilt also auch allgemein, bei Zustandsänderungen in thermisch isolierten Systemen, das Delta S ist größer gleich 0, Gleichheitszeichen für
reversible Prozesse. Und bei irreversiblen Prozessen wird das S ständig zunehmen. Und daran sehen Sie schon einen wichtigen Punkt, den man hier erkennt. Es geht einseitig. Das S wird nie kleiner. Es kann höchstens gleich bleiben. Aber im Fall irreversibler Vorgänge nimmt es zu. Es nimmt nicht freiwillig ab. Und das ist wieder eine Folge des zweiten Hauptsatzes. Das zeigt den Zeitpfeil. Dieses Delta S größer gleich 0 lässt die Alarmglocken läuten. Weil wenn das immer nur größer werden kann, dann steuert die Welt einer merkwürdigen Endsituation zu, bis die Entropie ganz groß geworden ist. Und was heißt das? Bis jetzt kann ich Ihnen das anschaulich noch nicht erklären. Morgen kommt die Boltzmannsche Interpretation. Dann werden Sie verstehen, was dieses hier nur aus praktischen Erwägungen wie ein Potenzial eingeführte, diese Größe S, für eine wichtige, fundamentale Bedeutung hat. Dann sind wir nämlich wieder bei der Statistik. Dann sind wir bei dem Begriff des Wahrscheinlichen. Und wenn Sie dann das nächste Mal am Zentralfriedhof gehen, können Sie die Formel, die wir morgen besprechen, an Boltzmanns Grab finden. Das war seine große Leistung. Also stay tuned, zwei Vorlesungen haben wir noch. Morgen kommt der Boltzmann an die Reihe und übermorgen noch Experimente und Phasenübergänge. Danke.